zu scheinen, schnitt ich ihm noch seinen Hals durch. Zuvor wickelte ich aber mein Taschentuch um meinen linken Daumen und drückte ihm die Kehlkopf ein. Für die Volkspolizei ein Phänomen. Im Ministerium des Innern wird entschieden, den Fall Hagedorn für einen Polizeilehrfilm festzuhalten. Ein einmaliges Dokument. Die Kamera ist immer dabei, auch im Gerichtssaal. Ich beantrage daher den Angeklagten Erwin Hagedorn wegen Verbrechen des mehrfachen, vollendeten und vorbereiteten Mordes zum Tode zu verurteilen. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, welchen Jungen ich zu sexuellen Handlungen nehme. Charakterisieren möchte ich diesen Jungen, dass er seinem Alter entsprechend seine Größe sein muss, dass er nicht zu mager oder zu dick ist, dass er nach Möglichkeit keine abstehenden Ohren hat, kein Brillenträger ist, dass sein ganzes Wesen kindlich ist. Die Wälder am Rande der Kleinstadt Eberswalde, 40 Kilometer nördlich von Berlin. Eine Szene aus dem Polizeilehrfilm. 31. Mai 1969. Der 17-jährige Erwin Hagedorn ist auf der Suche nach blonden Knaben. Er stößt auf zwei 9-jährige Jungen und spricht sie an. Was macht ihr hier? Dann lädt er sie zu einer Radtour ein. Den Kindern gefällt der Vorschlag, und die gemeinsame Fahrt beginnt. Der Jäger Willi Eichstätt ist der Letzte, der die Jungen lebend gesehen hat. Da kam eine männliche Person mit zwei Kindern vorbei, ist in der Richtung gefahren. Und er sagte dann zu den Kindern, irgendwas, das ist der Jäger oder irgendwie, was, ich hab das nicht weiter drauf geachtet. Was dann geschieht, weiß nur Erwin Hagedorn. Zwei Stunden später, gegen 19 Uhr, kehrt Erwin Hagedorn von seiner Radtour zurück. Erwin fährt oft durch die Wälder, allein, stundenlang. Er ist ein Einzelkind und ein Einzelgänger. Zusammen mit seinen Eltern wohnt er in einer Dreizimmerwohnung. An diesem Abend sind die Eltern nicht zu Hause. Im Stadtteil Westend herrscht helle Aufregung. Die zwei Jungen, Henry Specht und Mario Luis, sind spurlos verschwunden. Ihre Eltern entschließen sich, zur Polizei zu gehen. Alle Suche nach den Kindern bleibt erfolglos. Dann, 5 Tage später, am 4. Juni, hängen überall in Eberswalde Fahndungsplakate. Und in der örtlichen Presse erscheint eine Suchmeldung. Außergewöhnliche Schritte zu DDR-Zeiten. Der Mordspezialist Heinz Kabel aus der Bezirksstadt Frankfurt an der Oder erfährt von der Suche in seinem Urlaub. Eines Morgens habe ich so in die Zeitung geschaut und da habe ich gelesen, dass in Eberswalde zwei Kinder vermisst sind. Und gleich das Alter, das machte mich stutzig. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, na, ob die auf Wanderschaft sind, was angenommen wird, glaube ich gar nicht mal. Die Suchaktionen rund um Eberswalde werden intensiviert. Bereitschaftspolizisten durchkämmen die Wälder. Niemand kann sich das plötzliche Verschwinden der Kinder erklären. Gerüchte kursieren in der Stadt. Die Russen sind schuld. Eberswalde ist regelrecht eingekreist von sowjetischen Kasernen. Im Kasernenvorgeht bleibt geheim. Die Sowjets leben dort strömend. Doch immer wieder dringen Informationen nach draußen über spektakuläre Suche, gale Geschäfte und Wilddiebereien in den Wäldern. Sollten die Sowjets etwas mit dem Verschwinden der Kinder zu tun haben? Doch die sowjetischen Militärs sind von Anfang an kooperativ. Sie beteiligen sich an der Suche sogar mit Hubschraubern und riesigem Mannschaftsaufgebot.
ohne Erfolg. 13 Tage nach dem Verschwinden der Kinder arbeiten Holzfäller tief im Wald am Rande eines von den Sowjets bereits durchkämmten Gebiets. Und dann wollte ich anfangen zu schneiden und mein Kumpel sagte, ich gehe rüber in einem Fließ und wollte an der Quelle Wasser holen. So, und da jeden Stücke und ich fange an, habe angerissen die See und will anfangen zu schneiden, fliegt mir die Kette weg und in dem Moment brüllt er, komm her, hier liegt der Junge. Der Junge ist Mr. Mario Luis. Die Leiche ist schon stark verwest. Nicht weit entfernt entdecken die Forstarbeiter auch sein Fahrrad. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich in Eberswalde die Nachricht vom Fund der Leiche. Danach beginnt eine intensive Suche in dem abgelegenen Wald. Am nächsten Tag wird auch die Leiche des zweiten vermissten Jungen, Henry Specht, entdeckt. Beide Kinder wurden bestialisch ermordet, mit Durchschnitte gefunden. Doch ein eindeutiges Tatmotiv ist nicht zu erkennen. Und der Mörder hinterließ keine Spuren. Angst und Aufregung in der Stadt. Kinder dürfen nicht mehr allein im Freien spielen. Aus Frankfurt-Oder werden Spezialisten von der Mordkommission nach Eberswalde beordert. Das haben wir gesagt, naja, solange wie wir das nicht geklärt haben, wird wohl Eberswalde unser ständiger Wohnort sein. Hier werden wir wahrscheinlich nicht eher weg dürfen, denn die große Trommel rührte schon, nicht? Die Partei hatte sich eingeschaltet und das Ministerium des Innern und alles war schon unterwegs. Ministerium für Staatssicherheit hat ihre Experten rausgeschickt und so begann aus meiner Sicht die Ermittlungstätigkeit. Was die Kriminalisten damals nicht ahnen, Erwin Hagedorn, der Mörder, wohnt ganz in der Nähe. In dieser Umgebung ist er aufgewachsen. Unsere Jungen hier waren ganz Teil in dem Alter. Die sind Fußball spielen gegangen, die haben hier auf dem Hof unter den Kiefern eben gebolzt. Aber Erwin war da nie dabei. Menschenscheu ist Erwin jedoch nicht. Er spielt gern mit jüngeren Kindern, zunächst noch mit Mädchen. Er lockt sie in seine sogenannte Folterhöhle, eine Schuppenecke am Rand des Hofes. Dort werden die Mädchen ein wenig gepiesackt und gequält. Harmlose Spiele, so empfinden es die Kinder. Doch einmal geht Erwin zu weit. Ute Heinold ist das Opfer. Da hat er die Ute gefesselt und hat sie mit dem Messer bedroht. Und die Michaela, ihre Freundin, die ist vorher nach Hause, weil ihr das irgendwie schon zu dumm vorkam und ja, Ute ist mit ihm hier aufgewachsen, die hat sich nichts gedacht und dann natürlich war es schlimm, dann hat sie geschrien und zum Glück war im Nachbargarten jemand und da ist er wohl gestört worden. Und ich bin dann sofort zu den Eltern runter, aufgeregt wie ich war, bin ich da auch sehr energisch aufgetreten und habe gesagt, also wenn sowas noch einmal vorkommt, also sie konnten sich das von ihren Erwin eigentlich gar nicht vorstellen. Weil, also wenn das noch einmal vorkommt, gehe ich zur Polizei. Was anderes kann es nicht geben. Und von da an war Ruhe. Dennoch, selbst Heinolds kommen nicht auf die Idee, dass Erwin der gesuchte Mörder sein könnte. Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Wir haben die Schienenwege, alles, die Bahn und alles, was sich in Eberswalde irgendwie bewegt hat, wurde von uns in der Ermittlungstätigkeit berücksichtigt und irgendwie einbezogen. Weil die Opfer so zugerichtet sind, konzentriert sich die Suche nach dem Mörder schnell psychisch gestörten Täter. Die Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses wird genauestens durchleuchtet. Auch jeden erfassten Sexualtäter kontrollieren die Kriminalisten. Selbst weit zurückliegende Delikte werden noch einmal unter die Lupe genommen. Aber auf eine heiße Spur stoßen sie auch hier nicht. Erwin Hagedorn gerät nicht in die Ermittlungsmaschinerie. Er verhält sich äußerlich ganz normal. Tag für Tag erscheint er pünktlich in der Mitropa Bahnhofsküche. Er ist Kochlehrling. Als er seine Ausbildung begann als Koch, hatte er sich dann am ersten Tag in seine Kochuniform geworfen. Und dann muss er wohl von seinem Opa eine Messertasche bekommen haben. Die band er sich um, kam in die Küche und sagte,
Hier ist hier bin ich, ich heiße Erwin und möchte Koch werden. Hier kann Erwin unauffällig seiner heimlichen Leidenschaft nachgehen, dem Hantieren mit Messern. Wenn es darum geht, im Keller Fische zu schlachten, dann meldet sich Erwin freiwillig. Dieses Fischeschlachten hatte für mich keine sexuelle Bedeutung, jedoch war es für mich eine innerliche Genugtuung, zuzusehen, wie sich die Karpfen bzw. Aale mit ihrem Tode kämpften, wobei ich dann die Aale den Kopf abschlug und ich bevorzugte besonders gerne große Aale zu schlachten. Karpfen haben ja allerdings nach den Abstechen kein langes Leben mehr, aber Aale. Bei den Mädchen in seiner Lehrlingsgruppe ist Erwin nicht sonderlich beliebt. Er wirkt zu plump und er ist ihnen zu grob. Die anderen Lehrlinge, die haben so ein bisschen isoliert. Denn die waren manchmal ziemlich lustig und fidel und so, aber er war nie so mit da drin, ja? Er hat ja auch nie eine Freundin gehabt und nicht einen Freund auch nicht. Ich meine, in den Jahren, da möchte man ja schon mal eine Freundin haben als junger Mann, ne? Im Sommer 1969 ist natürlich auch in der Metropa der Kindermörder von Eberswalde Thema Nummer 1. Erwin diskutiert munter mit und fordert sogar besonders drastische Strafen. Ich stand an der Essenausgabe und da kam er. Ich sage, Erwin, was sagst du denn dazu, zu den Schweinereien, was da passiert ist mit den Kindern? Sagt er, was soll ich denn dazu sagen? Den müsste man einen Marktplatz stellen, an einen Pfahl anbinden, mit Benzin übergießen und anstecken. Also das hat er direkt persönlich zu mir gesagt. Noch sind die Ermittler dem Psychotäter nicht auf die Spur gekommen. Eine vage Hoffnung für sie ist der renommierte Gerichtspsychiater Dr. Hans Schewczyk von der Berliner Charité, der einzige Spezialist auf diesem Gebiet in der DDR. Alle kriminaltechnischen Methoden der Ermittlungen schienen nicht zum Erfolg geführt zu haben, sodass sie einfach sich auch darum bemühten, was heute ja sehr viel häufiger ist, aber damals für die DDR völlig ungewöhnlich war, aber in den USA machte man es schon, dass man Profile von Tätern erstellte. Dr. Schewczyk fährt nach Eberswalde in die Psychiatrie, um zum ersten Mal ein Täterprofil zu erstellen.